Hallo und herzlich willkommen, lieber Bro. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer weiteren Folge Road to Bro 2 RTB 2, also eine Abkürzung mit FIFA 16 und dem FC Blackpool und nur erstellten Spielern aus meiner Community und die sich sehr gut weiterentwickelt haben. Jetzt habe ich zu weggeklickt, ich depp mit Ohren, habe Training für euch gemacht und wir stehen heute vor einem Wahnsinns Spiel in der Championship, also in der zweiten Liga Englands gegen Wolverhampton. Und wir sind zurzeit Zweiter mit 59 Punkten und könnten rein theoretisch, wenn wir es verbocken gegen Wolverhampton, die auf Platz 7 sind mit 47 Punkten, um alles noch kämpfen wollen, hier teilzunehmen in den Playoff-Plätzen, könnten Norwich City und FC Reading an uns wieder rankommen und noch ist nichts offen, dass wir den direkten Aufstieg in die Premier League schaffen. Die letzte Folge, leider grauenhaft gewesen, gegen Blackburn Rovers verloren, die hier 16. dadurch geworden sind. Deswegen ist heute alles offen. Kurzer Hinweis für alle Langzeit-Zuschauer. Ich grüße euch natürlich wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In Zukunft wird es ein bisschen anders werden. Ich habe jetzt in vielen Folgen immer wieder erwähnt, mit dem und da und hier Problem und diese Zeit fehlt mir und so weiter. Diese Folge heute natürlich in voller Länge gegen Wolverhampton. Und natürlich nächste Folge, das beste, genialste, hammerste Spiel aller Zeit gegen FC Arsenal. Aber in Zukunft, wenn es keine überragenden Top-Spiele dazwischen sind, wird es immer mehr Folgen jetzt geben mit Doppelfolgen, mit zwei Spielen, wo nur die Highlights gezeigt werden, weil die Serie geht in letzter Zeit statistisch mäßig extremst unter. Ich liebe diese Serie. Ich werde sie nicht wie mit dem SVH mit 4:15 einfach mittendrin beenden. Das werde ich auch nicht tun. Ich möchte eigentlich unbedingt in die Premier League und mein Ziel ist es eigentlich, die Premier League eine Saison mindestens noch zu packen, bevor die FIFA 17 rauskommt und möchte eigentlich ungefähr so, ja, weiß ich nicht, so am 32. Spieltag oder so sein, der Premier League, bevor FIFA 17 rauskommt, beziehungsweise bevor der Pro Day ist und möchte die letzten Spiele dann im Livestream mit euch machen am Pro Weekend. Eigentlich ist ein Pro Day, der 19. September ist eigentlich der Pro Day, da feiert mein Kanal immer Geburtstag, zumindest ist immer, er hat letztes Jahr zum 1. Mai gefeiert, er ist jetzt ja über 1,5 Jahre alt. Und das ist der zweite Jahrestag. Da aber auf einem Tag man einfach nicht so viel machen kann, ist dieses Bro-Day-Thema zu einem Bro-Weekend geworden. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir samstags komplett mit dem HSV oder was anderes im Livestream machen und sonntags dann Road to Bro 3 beenden. Mehr schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Um das auch zu packen, weil es noch so viele Spiele sind, wird es in Zukunft ein bisschen mehr geben in einer Folge. Wenn sonst packen wir das einfach nicht. Ist es schade? Vielleicht muss man sich das Ganze mal ein bisschen für FIFA 17 anders überlegen, dass man mal ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr Ruhe hat. Ich mag ja dieses schnell eigentlich nicht und Massenproduktion mag ich eigentlich auch nicht. Was ich aber sehr, sehr mag, ist auch mal ein bisschen voranzukommen in der Speicherung selbst. Und da kommt man gar nicht so weit. Das finde ich ein bisschen schade und wir haben jetzt ein Problem, dass unser bester Abwehrmann, unser Abwehrchef Bleemeister, gesperrt ist. Und wir dadurch jetzt gucken müssen, das ist echt so bitter, dass wir so viele Abwehrspieler haben und alle sind platt. Oh, Van Ehren ist nicht mehr im Formtief, das ist doch schon mal was. Dann darf der spielen und heute kriegt Nacta seine Chance zu spielen. Poli wird wahrscheinlich definitiv mit höchster Wahrscheinlichkeit, außer Nacta ist heute mega überragend, gegen Arsenal dann spielen. So, Domdino ist angeschlagen, der wird jetzt fürs Arsenal-Spiel mal fit gehalten. Simon Barth ist nicht mehr im Formtief, Ritter. Genau dasselbe, lassen wir Jan spielen. Bär wird heute auch komplett nicht spielen. Und da muss ich mal kurz überlegen, wen ich dafür reinnehme. Nehme ich den Stoll rein oder lasse ich den Stoll auch rein? Ich nehme den Stoll mit rein. Pascal, lass mal auf der Bank. Und wir könnten auch mal die Metke mal wieder auf die Bank packen. Glaube ich zumindest. Ich muss mir noch überlegen, ob ich es tue. Sela hebe ich mir für Arsenal, ehrlich gesagt, auf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen nehme ich mal die Metke mit rein jetzt. Den Hansen könnte man auch mal für den Peter wieder mitnehmen. Und ach, Möllner haben wir ja auch noch. Aber den halte ich auch mal ein bisschen frisch. Genauso wie Marcelo. Und auf der linken Seite kommt jetzt... Ich muss ein bisschen was ändern, weil das Arsenal-Spiel finde ich doch ein bisschen wichtiger als dieses Spiel jetzt. So, Adams muss jetzt einfach mal durch. Jetzt habe ich das halbe Team nämlich geändert. Das ist natürlich ein hohes Risiko. Wo ist eigentlich mein Gridmann? Ist blöd, dass ich natürlich keinen Spielmacher mehr habe jetzt hier in meinem neuen System, das so erfolgreich läuft. Aber der Doppelmann vermisse ich schon so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
Oh, aber es ist sehr schön, dass das Team so schön klein geworden ist. Es ist extremst angenehmer für mich zu managen, muss ich ehrlich zugeben. So, Tobi Mon heute gar nicht mit dabei, würde ich sagen. Ja, Kottich ist leider noch verletzt, das ist das Problem. Sonst hätte man da noch einen Ersatz. Ah, ich nehme jetzt mal den Bäcker noch mit auf die Bank. Und, nehmen wir jetzt auch mal die Wettkes noch mit für Möllner. Einfach nur, weil die alle ein bisschen angeschlagen sind und ich einen frischen Mann brauche für Arsenal-Spiel. Ganz klar. Wer ist Kapitän? Simon Barth. Das ist, würde ich sagen, ist völlig in Ordnung. Ich glaube, damit könnt ihr auch leben. Deswegen würde ich sagen, rackeli zack, lass uns in das Spiel reingehen. Schauer, es regnet. Ramsay Doyle wird pfeifen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Ich vertraue dem Team, dass hier auf dem Platz ist. Es muss nicht immer das A-Team sein. Ich habe eigentlich kein wirklich A- oder B-Mannschaft. Das sind alles eigentlich A-Mannschaftsspieler. Egal. Blackburn gegen Wolverhampton. Wolverhampton müssen wir zurückhalten. Wie gesagt, wer es nicht weiß und neu dabei ist und sich in England nicht so auskennt, in der zweiten Liga ist das so. Erster und zweiter Direktaufstieg. Dritter bis sechster müssen gegeneinander spielen in einer Playoff. Phase. Das wären zurzeit North City, Reading, Burnley und Brentford und Wolverhampton können wieder reinkommen. Und es ist so, dass der dritte Norwich City jetzt in dem Fall gegen den fünften spielen müsste und der vierte gegen den sechsten Hin- und Rückspiel. Und dann im Finale gibt es dann die beiden Gewinner und der da gewinnt aus diesem Finale, der ist aufgestiegen. Finde ich ein gutes System. Ich wünsche mir das unbedingt für die zweite Bundesliga. Wäre mal nice, wenn dann so ein Bochum, St. Pauli und Union Berlin, die ja alle da drin ja gepackt haben, ja, noch eine kleine Chance hätten zum Aufstieg. Vielleicht so mit meinem Vorschlag, dass ich mal bei der dritten Halbzeit-Video gemacht habe, dass da auch noch der drittletzte aus der Bundesliga mit reinrutscht in dieses Turnier. Egal, wir konzentrieren uns jetzt nicht auf irgendwelche Möglichkeiten oder Wünsche, sondern auf dieses Spiel. Und Wolverhampton gucken wir, ob wir irgendwelche Spieler kennen oder haben wir da mal einen hingeliehen oder verkauft. Ich glaube nicht. Henry kennen wir vielleicht noch vom letzten Spiel. Dicko, Edwards, Sturman. Aber sonst, ich glaube, fällt mir wieder nichts davon ein, was ich da kennen sollte oder nicht kenne. Blackburn Rovers mit dem TF-sichersten Team. Ich meinte Blackpool, Entschuldigung, 65 Tore. Jetzt habe ich mich wieder voll verlabert, dass ich nicht gucken konnte, wo Wolverhampton steht. Ich meine nicht Blackburn Rovers. Wir sind bei FC Blackpool und die Metke fängt an. Video auf meinem Kanal unter der Playlist Tutorial, ganz unten unter Extra-Sendungen, könnt ihr sehen, wie man Frauen unter Männern mischt. Es ist also auf PC mit dem Creation Master 16 möglich und ich finde, das ist so geil in dieser Story, dass wir zwei Frauen mit drin haben. Mal gucken, wie die Metke heute die Bude rockt. Da ist sie am Ball. Spielt das nicht perfekt rüber zu Hansen und Ikeme klärt das. Simon Barth verliert Kopfball. Edwards, Cody und da ist der heutige Kapitän und Sechser für Domdino. Beck. Ja, warum geht denn der da weg, der Miljovic? Muss doch hingehen zum Ball, Bro. Jan, gut gespielt. Raus auf Milcherek. Hansen. Barth und wieder Milcherek. Erste Chance für die Nummer 14 von den Seasiders. Ja, er wäre Innenpfosten und rein wahrscheinlich, wenn der Keeper nicht mehr dran gewesen wäre. Die erste Ecke in diesem Spiel. Wir wollen was gut machen nach dem Blackburn Rovers Spiel. Die ist nicht schlecht, die Ecke. Cody kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Das sollte eigentlich besser gespielt werden, finde ich. Nach 9 Minuten. Stoll. Adams, mal auf der anderen Seite. Jetzt wieder Stoll. Ah. Zu unsicher gespielt. Edwards und Wolverhampton jetzt im Konter. So, Watford führt gegen den FC Reading. Das ist schon mal ein ganz spannendes und wichtiges Spiel zu beobachten. Von Ehren, der heute den Abwehrchef Bliemeister ergänzt. Und bin gespannt, wie er das heute leistet. So, die Metke, die ist schnell. Schön gespielt auf Stoll. Stoll. Ah, zu gut verteidigt. Ah, das war jetzt ganz schlecht gespielt. McDonald. Graham. Goldburn. Cody. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber er versucht dagegen zu drücken. Der Jan hat er echt gut gemacht. War der starke
Ja, die Flanke war ja nichts. Oh, da muss man aufpassen, dass das nicht ein Handspiel wird. Das wird das fast hier noch ein Eigentor oder was? Bei so Aktion in der Panik, dass der Schiri Elfmeter pfeift. Abstoß aber nackt da. Hansen. Dafür, dass ich 80% des Teams ausgewechselt habe, läuft es eigentlich relativ gut bisher in diesem Spiel. Ja, die Metke, die kann eigentlich richtig gut dribbeln. Hier sah es nicht so ordentlich aus. Jan, da ist sie wieder am Ball. Metke. Zu viele Schusselfehler von ihr. Cody, über die linke Seite. Wo ist mein Adams? Graham. McDonald. Cody und Mijovic, super gemacht. Und der hat jetzt mal Platz, ein bisschen zu laufen. Und er sieht draußen Milcherek. Milcherek, schön gespielt. Metke direkt weiter. Oh, das war jetzt mal schöner Fußball. Aber da war dann noch ein Fuß dazwischen. In der 23. Minute. Jan auf Metke. Nein, er geht zu Milcherek. Metke, die kommt da irgendwie durch. Die Metke am Trikot wird gezogen. War aber noch alles regelkonform. Und jetzt hat die Metke sich gerecht mit einem kleinen Schubser. Ja? Sexismus wird hier nicht gezählt, toleriert, so rum. Auf meinen oder hier in meiner Community, auf meinem Kanal. Und dann wehrt sie sich halt auch, ne? So ganz klar. Frauenpower. So ist die zweite Folge von dieser Serie. Mijovic, oder dritte Folge, ich bin mir nicht ganz sicher. So, Jan. So, keiner greift ihn an. So, Milcherek hat jetzt ein bisschen Platz und dann spielt Jan diesen Steilpass nicht ordentlich. Milcherek. Super Flanke. Kann Stoll den verwerten? Nee. Nochmal Milcherek. Komm, bleib dran, Bro. Milcherek. Ah, da wollte ich ein bisschen dribbeln, wollte ich was ausprobieren, ehrlich gesagt. Hat nicht geglaubt, Milcherek, der rennt gleich wieder nach. Sensationell. Jetzt muss er mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Gut gemacht. Beck hilft aber nicht gerade damit. Jetzt aber. Stoll. Milcherek wäre schon wieder gestartet gewesen. Die stehen einfach extremst gut da hinten. Dorfhampton. So, Metke stand im Abseits. Bedauerlicherweise im Abseits. Wenn ich gerade ein bisschen leiser war, bin ich vor Aufregung ein bisschen mit meinem Körper da hinten gegangen. Ich vergesse das dann manchmal doch, dass ich ja hier eine Aufnahme mache. So, war leider abseits. Aber Metke ist präsent, nur ein bisschen schusselig heute. Oh, das war nicht gut gespielt von Cody. Ja, da kann Nackta sich ruhig Zeit lassen. War auf der Linie, also kein Handspiel. Back. Adams. Oh, das war nicht so prickelnd. So, wer neu dabei ist und sich fragt, warum ist eigentlich Road to Brawl länger als die HSV-Serie, warum ist der Ton ein bisschen dumpfer, warum ist das alles ein bisschen anders, warum gibt es hier keine Schnitte, ganz einfach. Ich schaffe aus zeitlichen Gründen nur die Aufnahme zu machen, ist schlechter in der Qualitätsaufnahme, dass ich einfach direkt das Video hochladen kann beim HSV, ist eine höhere Aufnahmequalität und dann schneide ich natürlich noch eine halbe Stunde pro Folge dran rum, aber nur so schaffe ich zwei Serien parallel zu führen. Sag mal ganz dreist, wenn ich damit Geld verdienen würde, dann würde ich mir auch für die Nebenbei-Serien, zumindest für diese Serie, mehr Mühe geben im Schnitt. Das ist aber leider zurzeit nicht möglich. Aber ich denke, für alle, die sich gerne hier live sehen, die im Kader teilnehmen, die sind damit glücklich, dass es auch ohne Schnitt läuft. Ich weiß, die Mehrheit will eigentlich kurze Videos. Das kann man erstmal heute knicken. So, jetzt fliege vor meiner Fresse. Deswegen Goldburn jetzt eine Möglichkeit. Adams. So, jetzt mal Konterchance. Milcherek. Stoll wäre gestartet gewesen. Trotz Mannern an seiner Seite. Und McDonald. Und was den dumpferen Ton angeht, der ist auch beim HSV. Der Unterschied daran liegt einfach, dass ich digital im Schnitt den Ton noch mit Filtern verbessern kann. Aber nicht, wenn man ein Video... Ups. ein Video direkt hinladet. Ich habe leider noch keinen Mischpult. So weit ist es noch nicht. Das dauert alles noch. Henry. So, es wird wohl mit einem 0:0 in die Pause gehen. Mit einem Tickchen oder
ja, ein bisschen mehr als ein Tickchen besseren FC Blackpool anstatt Wolverhampton, aber noch ist hier nichts safe und das. Okay, faul kann man pfeifen, aber man kann sich auch ein bisschen drüber streiten. Ein wenig zumindest. So, Wolverhampton gegen FC Reading. Die haben erst gegen uns und jetzt in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Spieltag. Nächste Folge ist ja nicht, da spielen wir ja FA Cup. Wieder ein schwerer Gegner. Wir stehen ein bisschen unter Druck, Wolverhampton, wenn sie noch um den Aufstieg mitspielen wollen. Goldburn. Schlecht verteidigt jetzt von meinen Männern und mir. Schön gespielt, die Aktion. Und jetzt wird abgepfiffen, denke ich. Ja, 0:0 zwischen FC Blackburn und Wolverhampton. Es bleibt eine offene Partie und es bleibt eine spannende zweite Halbzeit. Schauen wir mal, was da noch geht. Ich hoffe, ein Sieg. Gucken wir mal, wie die anderen Ergebnisse so sind. Zumindest unsere großen Konkurrenten Crystal Palace. Crystal ist auch gut. Crystal Palace 1:0 gegen Bolton Wanderers. Dann haben wir Ipswich Town liegt gegen Norwich City 1:0 hinten dran. Ist auch nicht so überragend für uns, aber Ipswich Town ist auch oben mit dabei. FC Reading liegt gegen Watford immer noch 0:1 hinten dran. So, Milchereck muss jetzt raus. Ich habe es angekündigt. Und bringe den Pascal rein. Hat Formtief, aber ich bringe ihn trotzdem rein. So, Adams müssen wir auch ein bisschen schonen. Den nehme ich auch mal raus für das Arsenal-Spiel. Und Becker kommt rein. Ich habe keine andere Wahl, Leute. Ich habe richtig, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Fokus auf das Arsenal-Spiel. Ich möchte gerne in der nächsten Folge ein Wunder erleben. Oder beziehungsweise euch präsentieren. Ich möchte Arsenal schlagen. So, da ist Becker gleich zum ersten Mal dran. Jetzt zwei Formtiefe eingewechselt. Das ist natürlich immer ein Risiko. So, Flanke. Van Ehren macht einen guten Job hier. Stoll, die Metke. Oh, macht sie mal ein paar Tricks. Und mit einem kleinen Stolperer gut rübergespielt zu Becker. Manuel Becker. Jan. Schön rausgespielt. Jetzt muss mit Mijovic einfach mal was draus machen. Jetzt hat er mal ein bisschen Platz gehabt. Musste wieder stoppen. Mit Überblick. Schön gespielt. Und dann wollte Pascal direkt wieder Doppelpass zurück zu Mijovic machen. Das war ein guter Ansatz. Aber nicht gut genug. Jan. Jetzt wird er nicht angegriffen. Jetzt hat er die Chance, vielleicht mal abzuziehen. Jan! Hätte man da noch ein Schrittchen gehen können. Ah, jetzt die Kontermöglichkeit. Dicko. Können auch Dico fast schon sagen, ne? Aber CK, weiß ich nicht, wie man es genau ausspricht. Dann nehmen wir ja Dicko oder Dico. Können wir uns drüber streiten, wie wir wollen. Egal. Mijovic mit dem Ball. Auf Stoll. Schöne Ballbeherrschung. Jan. Metke. Soll alles wieder ein bisschen zu schnell gehen. Ich bin so ein bisschen ein auf Jogi Löw. Möchte es kurz durch die Mitte spielen. Ohne Sela funktioniert das einfach nicht zu flanken. Sela, wie gesagt, wird geschont fürs Arsenal-Spiel. Und jetzt eine gute Flanke. Aber es war ein Abseits. Dico macht nicht das Tor. Da sage ich mal nur Gott sei Dank. Freistoß, nicht der beste von mir, aber Cody lässt sich den Ball von Mijovic wieder wegnehmen, aber Mijovic will ihn gar nicht haben. Stoll, kein Foul, super Einsatz, die Metke. So, die Metke. Da hat der Spieler super aufgepasst. Ich dachte eigentlich, dass Pascal da extra für die Metke aufmacht. Becker, langer Ball auf Pascal. Ja, ich muss ein bisschen kontrollierter, glaube ich, spielen jetzt in den letzten Minuten. Immer gleich den letzten Wechsel. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen jetzt. Wolverhampton macht eine bessere zweite Halbzeit. Super Einsatz von Manuel Becker. Konterchance. Jan. Jan raus. Ah. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Wieder so ein unsicherer Pass. Und da sehen wir schon, Stoll ist total müde. Nehmen wir jetzt mal raus und bringen Marcelo, aber machen hier mal den Tausch. Marcelo auf die rechte Seite. Der kann noch einiges bezwecken. Wir wollen, und wenn wir halt nur am Ende nur 1:0 gewinnen, ist mir egal. Hauptsache gewinnen. Ich möchte jetzt endlich mal das Safe-Aufstieg-Ding haben. Bart. Wieder zu weit gelatscht. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen kontrollierter. Jetzt reicht's mir.
So, 3-0 schon für Crystal Palace gegen Bolton Wanderers. Die Mannschaft, die abgestiegen ist im letzten Jahr, vor lauter konzentriere ich mich hier gerade gar nicht, die abgestiegen sind aus der Premier League und direkt wieder aufsteigen, unschlagbar zurzeit sind. So, und ich finde, Becker ersetzt hier Adams verdammt gut. Nur bin ich als Spieler gerade am Controller nicht gerade sehr gut. Ich mache zu viele Denkfehler. Muss ein bisschen konzentrierter spielen jetzt. Dann kommt ja auch ein Türchen. So, Hansen. Metke, jetzt mal gut gemacht. Die Metke kommt da durch und wieder der Steilpass, der nicht klappt. Und zwar ein Handspiel dabei. Das ist jetzt Vorteil für die Seasiders gewesen aus diesem Moment. Und Hansen, der ziemlich untergegangen ist. Ah! Oh, und der Beck kommt da irgendwie noch ran. Ah! Oh, Jan Mijovic. Mann, ist die Abwehr gut, muss man sagen. Wie die da stehen. So, Jan. Hansen. Und jetzt mal Jan, der einfach mal abzieht. Was soll er machen? Die Abwehr steht überragend gut von Wolverhampton. Man kommt nicht durch. Stellungsspiel perfekt. Kann der Trainer von Wolverhampton sehr zufrieden sein. Metke holt sich den Ball. Sehr gut hat sie das gemacht. Mijovic. Gut gespielt. Und da wollte ich eigentlich gar nicht hinspielen. Aber ist egal, denn der Ball kommt fast bei Pascal an. Es war gar nicht Pascal. Pascal ist auf der linken Seite. Metke. Bleibt zum Glück am Ball. Die Metke. Was macht sie jetzt draus? Ich wollte dribbeln, wollte sie nicht. Hansen. Schön gespielt. Jan. Oh, No-Touch-Dribbling im falschen Moment. Van Ehren hat sich anscheinend verletzt. Das ist bitter. So, wir gehen jetzt eine Runde. Oh, jetzt. Ja, ganz so offensiv lieber nicht. Dann spielen wir lieber 0-0. Es wird wohl eine lahme Partie heute. Und jetzt nochmal das taktische Foul. Ich glaube, von Simon Barth war das. Und jetzt eine kurze Ecke. Frei, die linke Seite hier. Für Wolverhampton. Jetzt spielen sie auf Zeit. Die sind mit dem 0-0 zufrieden gegen uns. Das, hoffe ich, wird in FIFA 17 endlich mal rausprogrammiert. Das ist so ein unsportliches, aufregendes Ding. Aber gut. Jan ist jetzt ein bisschen müde. Metke, jetzt muss noch was kommen. Vielleicht noch ein 1-0. Marcelo. Marcelo spielt das gut rüber. Jetzt die Chance. Kein Abseits. Macht Pascal die Entscheidung. Pfosten, Latte. Und das Marcelo. Und dann der Torwart klärt. Das gibt's doch gar nicht. Die letzte Aktion vielleicht im Spiel. Und das wäre es doch jetzt gewesen. Ärgerlich. Foul von Mijovic. Es wird wohl ein lahmes 0-0. McDonald. Sturman. Und es war ein Abseits. Komm, auf geht's, Leute. Noch letzte Chance. Letzte Chance vielleicht hier rausspielen. Wir hatten gerade die große Chance zum 1-0. Von den Chancen her wäre ein Sieg vielleicht verdient. Aber so gut waren wir dann auch wieder nicht. Muss man auch mal wieder sagen. So, jetzt mal gut gespielt. Hansen. Und der Ball will einfach in die Richtung Goal. Ist auch mal ein guter Satz Richtung Goal. Letzte Chance vielleicht. Jan, gut gespielt. Hansen, hätte ich nicht hochspielen sollen. Das war ein Fehler. Konter nochmal. Awob. Und das Abpfiff. Es wird ein langweiliges 0-0 zwischen Wolverhampton gegen FC Blackpool. Es wollte nicht heute sein. Es, ja, wenn man halt so eine Mannschaft so extrem auf dem Platz, so viel Rotation macht, dann... Ja, was erwartet man dann? Dann ist das leider so, kann ich auch nichts ändern. Aber dafür ist der Realismus da. Und das ist auch irgendwie wichtig. Spannung ist da. Und es wird nicht einfach weiterhin in dieser Liga. Und das werden wir uns jetzt ansehen, warum. Erstmal natürlich schauen wir uns wieder in aller Ruhe die Spielerbewertungen an. Da sehen wir Pascal, 4,5
Ein bisschen besser könnte es ruhig sein, obwohl er hat wenig Ballkontakt, dass man kaum was bewerten kann. Metgen 5,6 habe ich ein bisschen stärker gesehen, einige Fehler gemacht. Vielleicht so eine 6,0 wäre eher gewesen, 6,1. Marcelo eine 6,4, Janne 7,1, Hansen eine 6,6, Bart eine 6,9, Miocic eine 6,8, Van Ehren eine 6,8, Beck eine 6,0, Becker eine 6,3 und Nacta eine 6,3. Adams wurde ausgewechselt, 6,1, Mitchell eine 5,7 und Stoll eine 6,3. Schauen wir uns die Tabelle an und gucken nochmal hier. Norwich City 3-1 Ipswich Town geschlagen. Das ist schon mal nicht gut. Reading hat noch ein 1-1 gegen Watford gespielt. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal die Tabelle an. In der Championship, also zweite Liga Englands, wieder voll in die falsche Richtung gedreht. Nice, erstmal alle durch. Crystal Palace, damit schon 11 Punkte weg. Also ich glaube nicht mehr, dass wir Meister werden in der zweiten Liga. Und wir haben es jetzt richtig spannend. Denn durch dieses Unentschieden haben wir 60 Punkte auf Platz 2. Norwich City kann uns in der übernächsten Folge, dann wenn es wieder zwei Spiele gibt, also in Highlights wahrscheinlich nur, je nachdem, ich überlege mal das noch, dann würde ich sagen, wird es schwierig, weil dann, ja, wird es eben schwierig. Denn Norwich City kann uns einholen. Und dann werden wir noch Dritter. Wir wollen nicht Playoff spielen, das ist ganz klar. Das wünscht ihr euch, glaube ich, auch nicht. FC Reading ist ebenfalls noch dran, auch wenn sie auch mit dem Unentschieden erstmal ein bisschen gestockt sind. Auf Platz 4, Bradford auf Platz 5 mit 51 Punkten, denke ich, spielt jetzt erstmal nicht mehr so eine große Rolle. Noch nicht, kann aber noch werden. Es gibt, ja, ganze 46 Spieltage, also wir haben noch einiges vor uns. FC Burnley auf Platz 6 mit 49 Punkten, Fulham auf Platz 7 mit 49 Punkten, Wolverhampton auf Platz 8 mit 48 Punkten, ist also absolut noch dran und kann weiter hoffen. Genauso wie Cardiff City, Ipswich Town und FC Watford sowie Nottingham Forest kämpfen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit. Ob FC Middlesbrough noch mitspielt, möchte ich erstmal bezweifeln. Ja, das dazu. Nächste Folge, Leute. Die kommt in den nächsten Tagen. Leider gerade nicht mehr so ein intensiver Rhythmus da, weil, ja, ich möchte nicht immer so viel Ausreden haben. Ich sag einfach gerne immer zeitliche Gründe. Das ist aber auch der größte Grund, ehrlich gesagt. Gerade viel um die Ohren, auch beruflich einige Aufträge. Ich arbeite auch parallel noch im Familienbetrieb. Da gibt's Videos dazu in den Vlogs, was ich da so treibe im Winter. Im Sommer muss man da auch Sachen machen. Da geht's ein bisschen anders und da gibt's auch einiges gerade zu tun. Dann ist aber ein bisschen schwierig. Ich hatte super vorproduziert, jetzt habe ich gerade nichts vorproduziert. Jetzt haue ich gerade morgens, nehme ich ein Video auf, im Haus dann in den Tag raus und ja, hänge ein bisschen nach und deswegen seid mir da nicht böse, wenn das daran liegt. Ich gebe mir fleißig Mühe, dass alles gut läuft. Aber ich hatte es ja angekündigt, dass es in diesem Jahr etwas schwieriger wird. Umso mehr Bros dazukommen, umso mehr die Abonnentenzahl steigt, umso mehr Klicks es gibt, desto eher sind die Wahrscheinlichkeiten da, dass ich mehr Zeit in YouTube rein investieren kann, weil man da natürlich dann ja auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. So ist das nun mal in dieser Branche, aber solange natürlich ein Kanal klein ist, dann muss man nun mal auch anders gucken, wie es läuft. Man kann nicht nur YouTube machen. Geht halt leider nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich bin mir sicher, ich weiß, wie ihr drauf seid. Ihr seid die Coolsten. Lasst einen Daumen da. Bis dahin.